Ja, meine Freunde, ich begrüße euch. Wünsche euch erstmal frohe Ostern und begrüße euch mit diesem wunderschönen Titel, den ihr hier vor euch seht. Lego City Undercover. Ja, es ist mein nächstes Unboxing-Video, was ich euch heute vorstellen möchte, nämlich dieses lustige Spiel namens Lego City Undercover. Ich freue mich so, dass es jetzt endlich da ist. Es gab leider ein paar, ja, Lieferengpässe. Ja, wissen wahrscheinlich einige. So, dass ich es 2 Tage später bekommen habe. Gut, Amazon hat mir eine 5 € Entschädigung angeboten, die ich wahrscheinlich auch nehmen werde für irgendwas. Mal sehen, weiß ich noch nicht. Aber egal, Hauptsache, wir haben es jetzt da. Und wie ihr auch schon sehen könnt, habe ich die Limited Edition dieses lustigen Spiels. So, wenn wir erstmal die Seiten betrachtet, man sieht schon einige lustige Sachen hier, ein paar Gameplay-Sequenzen, ja, und von TT Games. Da bin ich mal gespannt. Wir öffnen es mal. Ist auch sehr einfach zu öffnen, wenn ich das jetzt öffne, finde. Ja, gut. So, dann haben wir hier als erstes die Hülle mit dem Spiel. Das ist schon mal sehr schön. Und was haben wir dann noch? Holen wir hier raus eine Figur. Ja, das ist der Inhalt der Limited Edition. Die Hauptfigur Chase McCain als Lego-Figur. Gut, meine Lego-Zeit ist zwar vorbei, aber naja, gut, immerhin. So, jetzt hoffe ich, ich kriege das hier auf, diese Plastikfolie. Gibt es hier irgendwie eine Öffnung? Ja, hier. Geht doch so. Oh, es sind sogar noch erstmal die Einzelteile hier. Okay. Ja, dann stöpseln wir den mal zusammen. Ja, der ist noch nicht ganz fertig. Es ist jetzt schon tot. Obwohl wir noch nicht mal gespielt haben. So. Ach ja, da gehen doch alle, da kommen doch Kindheitserinnerungen wieder wach, so schön mit Lego. So. Ja, leider gibt es ja im Moment nicht so viele lustige Wii-Spiele. Ich muss die mal kurz beiseite nehmen, weil sonst schaffe ich es nicht, die Haare ranzuschieben, drauf zu stecken. So schaut's besser aus. So, hier ist er, der Chase McCain. Grinst schon und sagt Hallo zu euch, denn jetzt, ja, geht das Let's Play los zu einem richtig coolen Wii-Titel. So, der sitzt jetzt erstmal und schaut euch zu. Und wir öffnen jetzt die Hülle. Und das brauche ich ja nicht jetzt zu enthalten. Das wird ja wohl kein Problem sein, diese Klarsichtfolie abzumachen. So, wird aufgeschoben. Geht doch. So, beiseite gelegt. So, der Inhalt. Erstmal natürlich Punkte wie eh und je, dann haben wir hier noch eine schicke Anleitung in verschiedenen Sprachen, wie mir scheint. Der Sackcomputer, aha, schick, schicke Sprache. Mir gerade so aufgefallen. Dann noch die Gesundheitshinweise, nur mal so. Und dann haben wir hier dieses schöne Spiel. Ja, genau wie die Vorderseite, das Cover und auch auf der Rückseite das gleiche wie auf dem. Ja, wie auf der Verpackung selbst. Gut, also, das ist das Spiel. Ich tue mal eben noch die ganzen Dinger hier wieder rein. Komm schon. Oh, der Chase ist umgefallen. Oh. Naja. Ihr werdet bestimmt viel Spaß haben, könnte ich mir denken. Und ich hoffe, ihr werdet es auch Spaß haben. So. Also, das ist das Spiel. Und da ist der Chase, der nochmal euch begrüßt und jetzt auf Wiedersehen sagt. Aber nicht lange, denn wahrscheinlich wird heute Abend noch der erste Part gehen, am Ostersonntag. So, ich hoffe, ihr freut euch auf dieses Let's Play genauso wie ich, weil ich freue mich richtig drauf. Ja, es gibt ja nicht viele Spiele aktuell für die Wii U. Ja, und deshalb geht's jetzt los. Also, ich freue mich auf dieses Let's Play und wünsche euch noch einen schönen Ostersonntag, wenn wir uns nicht mehr sehen. Ansonsten bis heute Abend.